Helfen Sie. Reanimieren Sie, haben Sie Spaß. Denn die Wiederbelebung eines Menschen kann Spaß machen. Für viele ist der Erste-Hilfe-Kurs halt schon eine Zeit zurück. Wer hat von Ihnen den Erste-Hilfe-Kurs im letzten Jahr gemacht? Mal Frage. Ja? Wenige, da hinten einer. Ja, viele wollen es nicht zugeben, weil viele müssen den Erste-Hilfe-Kurs nochmal machen, weil sie auch den Führerschein nochmal machen müssen. Konzentrieren Sie sich bitte auf die Herzdruckmassage. Durchgestreckte Arme, Hände übereinander, ein Druckpunkt ist der Daumenballen und dann richtig mit voller Kraft aus dem Oberkörper in den Patienten rein. Bitte arbeiten Sie nicht aus dem Ellbogengelenk, können Sie prima einen Hamster mit reanimieren, aber keinen ausgewachsenen Menschen. Richtig mit durchgestreckten Armen, schön in den Patienten rein, wo hier da, wo das Brustbein ist, da ist es eine harte Stelle hier an der Brust. Probieren Sie es bei sich mal aus hier. Wenn Sie ein bisschen tiefer gehen, da wo es weich ist, da ist der Magen drunter. Wenn Sie da mit vollem Gewicht reingehen, kommen Dinge zum Vorschein, die Sie vielleicht jetzt nicht sehen wollen. Aber auch das könnte noch helfen. Also richtig mit vollem Gewicht rein auf das Brustbein. Und wenn es knackt, sich nicht verpieseln, weil Sie denken, Sie hätten was kaputt gemacht. Sie haben was kaputt gemacht. Aber die Rippenfraktur wird er überleben, wenn Sie nur kräftig weitermachen. Und wenn Sie da so richtig kräftig dran sind mit der Reanimation, mit der Herzdruckmassage und der Patient sagt dann, lass das sein, das tut weh. Und dann war der ansprechbar. Man kann die Ansprechbarkeit eines Menschen durchaus mit der Herzdruckmassage überprüfen. Stufe 1 wäre aber Ansprache, deswegen heißt es ja ansprechbar, also sprechen Sie den an, hallo. Und wenn es dann zurückkommt, auch hallo. Und der Patient Ihnen sagt, er liegt schon seit 2 Wochen hier und hätte mit dem Unfall gar nichts zu tun, haben Sie einen schon mal gerettet. Gute Erfolgsquote, wenden Sie sich dem nächsten zu. Und wenn Sie da so richtig arbeiten, meine Damen und Herren, mit der Herzdruckmassage, ist oft die Frage, in welchem Rhythmus. Wenn Sie sich vor Ihrem inneren Ohr Staying Alive von den Bee Gees vorsummen, ist das genau der richtige Rhythmus. Staying Alive von den Bee Gees, kennen Sie noch? Staying Alive, Staying Alive. Ja, das ist genau der richtige Rhythmus, meine Damen und Herren. Ja, Disco-Ära. Nur nicht zwischendrin den hier wieder. Ja. Kann passieren, wenn die Reanimation zu sehr Spaß macht. Vielleicht kennen Sie Staying Alive von den Bee Gees auch gar nicht. Für die Älteren im Saal, es geht auch der Radetzky-Marsch. Für die ganz Jungen heute, es geht auch Biene Maya. Und diese Biene, die ich meine, die müssen etwas Aggression aufbauen. Was auch geht, ist AC/DC, Highway to Hell. Highway to Hell. Nur bitte den Text nicht laut mitsingen. Könnte zu Missverständnissen führen.